Das war das Ende von Tokyo Ghoul in Anime-Form, Leute. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, dem finalen Tokyo Ghoul Video, sehr wahrscheinlich hier auf meinem Kanal. Zumindest das finale Video, was sich komplett um Tokyo Ghoul drehen wird, ohne irgendwie noch ein paar andere Serien da mit in den Vergleich reinzubringen. Ja, Leute, es war eine lange Reise, aber irgendwie auch nicht, oder? Die letzte Folge, also 24 von Tokyo Ghoul Re, war eine Folge, die mir wieder gezeigt hat, dass der Anime einfach absolut unvollkommen ist. Ich möchte aber bei dieser Review, bei diesem Video hier erstmal damit anfangen, dass ich euch nochmal auch gut sage, was ich hier an dieser Folge zum Beispiel gemocht habe. Denn da gab es tatsächlich etwas, wo ich persönlich, ja, das gar nicht so schlecht gesehen habe. Ich gebe euch aber auch mal kurz den Kontext. Die letzten, wie viele waren es? 3, 4 oder vielleicht sogar 5 Episoden habe ich als Anime-Only gesehen. Aber ich habe mir, bevor ich meine Reviews gemacht habe, den Manga durchgelesen. Heißt, ich habe es eigentlich so gehandhabt, dass ich quasi die Folge gesehen habe und mir danach den Manga direkt reingezogen habe bis zu der Stelle, um zu sehen, was alles ausgelassen wurde. Und dann habe ich die Reviews gemacht. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, Kev, du hast dir damit doch dein Erlebnis von Tokyo Ghoul kaputt gemacht im Manga. Der Manga ist so viel besser. Ich würde Jein sagen, aus Grund dessen, weil ich sowieso schon zu Todes gespoilert wurde, schon vor einem Jahr und vor Monaten sowieso schon bezüglich des Endes von Tokyo Ghoul Re. Also ich wusste eh schon, was passiert, daher war das für mich jetzt nicht so drastisch. Ich habe das aber aus einem gewissen Grund gemacht, Leute. Ich habe es nämlich für die Leute gemacht, die auch Anime-only sind, und ich habe es für die Leute gemacht, die den Anime supporten. Die sagen, der Anime von Tokyo Ghoul ist gut. Jetzt fragt ihr euch, wieso habe ich das für die gemacht? Der Grund ist folgender. Ich persönlich habe mir gedacht, es muss doch irgendwas dran sein, dass die Anime-Onlys den Anime verteidigen. Dass die den gut finden, dass die den total supporten und sagen, nee, vielleicht ist sogar der Manga schlechter. Ich habe tatsächlich Kommentare gesehen, Leute, die gesagt haben, dass der Manga schlechter als der Anime ist. Da muss ich ganz ehrlich direkt sagen, da hört's auf. Also da sowas würde ich mir nie rausnehmen. Aber ja, so habe ich das Ganze gehabt und deswegen kann ich mich so ein bisschen in die Anime-Onlys hineinversetzen. Aber irgendwie auch nicht. Und warum kann ich das nicht, Leute? Ganz einfach, weil der Anime auch, muss so knallhart sein, Leute, auch schlecht war, wenn man das als Anime-Only geschaut hat. Oder, noch besser, Leute, vielleicht ist der Anime gerade dann besonders schlecht, wenn man Anime-Only ist. Denn ich habe ja ungefähr bis Folge 16, 17 von Tokyo Ghoul Re, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, war ich immer auf dem Stand, dass ich wusste, was passiert. Ich habe immer sofort gesehen, was ausgelassen wurde und habe dadurch den Anime ein bisschen besser verstanden. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich ja wusste, das und das wurde ausgelassen, haben die Dinge mehr Sinn gemacht. Ich stand da nicht mit einem kompletten Fragezeichen. Aber wenn ich doch Anime-Only bin, sitze ich da und denke mir doch, was ist das jetzt wieder? Was ist hier? Was ist da? What the fuck? Und deswegen habe ich mir hier gedacht, dass ich mir das aus der Perspektive jetzt mal reinziehe. Und man hat es einfach gemerkt. Man hat es in den letzten Folgen gemerkt und man hat es besonders jetzt auch in dieser Folge 24 gesehen, Leute. Also diese Folge 24, die ersten 12 Minuten dieser Folge waren einfach krass, Leute. Also da ist wirklich so gewesen, dass ich mir gedacht habe, das muss doch selbst der letzte Anime-Only checken, dass das gerusht und nicht gut ist, ja. Mit Furuta und mit Kaneki, die ganzen Sachen, die da waren, es war alles so, ja, wie soll ich das sagen, Leute? Es war so gekürzt. Wir haben immer nur so Häppchen gekriegt und das ist ja eigentlich schon typisch für den ganzen Tokyo Ghoul Anime gewesen. Vor allem für Tokyo Ghoul Re, dass wir immer nur kleine Häppchen bekommen haben. Es wurden dann auch später verschiedene Sachen noch angeschnitten. Wir haben Shots von verschiedenen Charakteren gekriegt, wo du dir denkst, da hätte man doch locker 1-2 Minuten draus machen können. Warum wurde da jetzt nur drüber erzählt? Die ganze Sache mit Rise, das war ja auch so eine Sache. Die ist ja im Manga viel häufiger vorgekommen. Ich weiß gar nicht, an die Manga-Leser. Ich glaube, im Anime war die Szene gar nicht, als Rise da in diesem Container festgehalten wurde und wo sie immer nur ab und zu ein Stückchen Fleisch zu fressen bekommen hat. Das muss ja in der Mitte von Tokyo Ghoul Re gewesen sein irgendwann. Wie gesagt, ich habe durch den Anime auch irgendwo ein bisschen Verwirrung bekommen, was den Manga angeht. Ja, weil ich das gar nicht mehr so in Relation halten konnte, wo ich mir sagen konnte, okay, war das jetzt im Manga, war das jetzt im Anime? Ein bisschen Verwirrung. Ja, Leute. Und deswegen gerade die ersten 12 Folgen auch hier mit diesem finalen Kampf, der einfach schon wieder so Battle-Shonen-like war. Also es war so richtig nicht Tokyo Ghoul. Und das ist auch etwas, was ich unbedingt ansprechen muss, bevor ich das gleich vergesse, Leute. Das Tokyo Ghoul Gefühl, was ich in Staffel 1 hatte. In Staffel 1 hatte ich es wirklich, Leute. Dieses Tokyo Ghoul Gefühl. Das habe ich einfach nie wieder bekommen danach, weil der Anime einfach so eine andere Route gegangen ist.
als der Manga. Dieses Gefühl, dieses Bedrückende, dieses Dramatische, dieses... Ich kann es gar nicht so wirklich in Worte fassen. Das hat alles überhaupt... Ja, war alles überhaupt nicht vorhanden im Anime. Ja, es war einfach wirklich ein Bam, Knall, Boom. Gerade die letzten 3-4 Folgen, Leute. Seid doch mal ehrlich. Also das war doch jetzt wirklich scheiße. Klar, für die Leute, die Action haben wollen und die immer nur schreien, ich brauche Kämpfe, ich brauche Action. Für die war das geil. Wobei ich nicht mal das super toll fand. Es war ein übelster Battle Shonen und es war einfach nicht mehr... Es war einfach nicht mehr Tokyo Ghoul. Ja? Es war nicht Tokyo Ghoul, wie ich es aus dem Manga kenne. Und es war auch nicht dieses Tokyo Ghoul-Gefühl. Da konnte man die Musik noch so gut untermauern, denn die Musik ist wunderbar, Leute. Aber man konnte das noch so gut machen. Das hat alles nicht geholfen. Ja? Bin ich ganz ehrlich, Leute. Und deswegen ist mir das auf jeden Fall ein Anliegen, hier zu sagen, dass dieser Anime, diese Version von Tokyo Ghoul Re, sehr verhunzt wurde und aus ihr eine Art Battle Shonen gemacht wurde. Und... ja, stellt euch jetzt mal vor, an meine Attack on Titan-Zuschauer, stellt euch jetzt mal vor, wir hätten in Attack on Titan nur Titanenkämpfe gehabt. Immer. Nichts anderes. Das wäre nicht geil, Leute. Es ist so viel Story verloren gegangen. Ich fand das auch krass am Ende, da komme ich gleich noch zu. Zum Beispiel der Charakter Banjo. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie den auf Englisch Banjo nennen oder so. Das ist ein Charakter, der eigentlich schon im normalen Tokyo Ghoul voll wichtig war, voll Teil des Ganzen war. Und der ist einfach, und da musste ich heute so lachen, als ich diese Folge gesehen habe, Leute. Der ist einfach immer dabei gewesen, jetzt so in diesem Arc, den wir jetzt hatten, oder in dieser letzten Hälfte von Staffel 1 von Tokyo Ghoul Re, oder einfach von Tokyo Ghoul Re, da ist der immer dabei gewesen im Hintergrund, aber als Anime-Only denkst du dir doch, warum ist dieser Typ immer im Hintergrund? Warum ist der immer da? Wer ist das? Ich kenne den nicht. Ja, weil Banjo nie wirklich vorgestellt wurde im Anime. Der hat keine wirkliche Rolle gehabt. Aber hier haben sie versucht, den immer einzubringen. Ich meine, Banjo hat im Vergleich zum Manga auch hier fast keinen Dialog gekriegt. Es war schon lächerlich, muss man sagen. Und deswegen ist das so eine Szene gewesen, die mich immer zum Schmunzeln gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, der steht da wieder. Das sind alle Charaktere, die man so kennt, ja, die wir da so hatten. Und dann hast du da Banjo im Hintergrund und denkst dir so, ja, der passt da irgendwie nicht rein. Für ein Anime-Only passt er da nicht rein, weil ein Anime-Only den eben nicht kennt. So sieht das Ganze aus. Aber das jetzt nur mal am Rande, Leute. Ich möchte jetzt auch mal zu was Positiven kommen von dieser Folge. Wie gesagt, ich habe diese Folge in Anführungsstrichen als Anime-Only gesehen. Das heißt, ich habe mir die letzten Kapitel erst vor ungefähr einer Stunde habe ich mir die erst reingezogen, die letzten Kapitel. Und ich fand die letzten 8 Minuten dieser Folge, ich fand die tatsächlich emotional. Muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ich wusste nicht, wie es zu 100% aussieht. Ich wusste, dass das Kind von Kaneki und von Toka auf die Welt kommt und all diese Sachen, dass das alles gelöst ist. Das wusste ich alles schon. Ja, das wusste ich auch schon, ohne den Manga gelesen zu haben, weil ich mich spoilern lassen habe. Trotzdem habe ich diese letzten 8 Minuten von Folge 24 von Tokyo Ghoul Re, ich habe die Emotionen gefühlt. Auch mit der Musik und so alles. Und ich musste wirklich lächeln, als ich dann das Kind gesehen habe von Toka und Kaneki, weil ich das einfach super süß fand, auch das Kind. Und es war wirklich gut gemacht. Auch, dass man die Charaktere am Ende gesehen hat, sage ich jetzt mal so, immer wie sie sich geändert haben in den letzten 6 Jahren, weil dann ist ja dieser 6-jährige Timeskip da. Das war so etwas, wo ich schmunzeln musste, wo ich mich gefreut habe. Auch so, dass irgendwie jetzt die Ghule mit den Menschen da zusammen waren, in Anführungsstrichen. Hat mir gefallen. Also musste ich wirklich schmunzeln. Aber es war halt auch wieder, und das hat man dann gesehen, beziehungsweise habe ich dann gesehen, als ich den Manga gelesen habe, dass auch wieder so viel ausgelassen wurde und so viel, ja, nicht so rübergekommen ist, wie man es hätte rüberbringen können. Trotzdem, mit der Musikuntermauerung und dem ganzen, der ganzen Szenerie war das doch ganz schön. Ich fand auch wieder Toka sah super toll aus. Jetzt hier, ja, ich bin ja so ein kleiner Toka-Fanboy, sage ich jetzt mal. Deswegen, das fand ich wirklich schön, hat mich gefreut, aber ich wusste halt auch schon in diesem Moment, dass wenn ich den Manga gelesen habe, ich das vielleicht nicht mehr so toll finden werde, aber es war trotzdem okay, Leute. Ja, es war trotzdem okay, die letzten 8 Minuten dieser Folge, wo wir dann gesehen haben, wie quasi alles ausgegangen ist. Ich fand es zwar trotzdem nicht gut, wie das alles hier gelöst wurde in dem ganzen Anime, trotzdem muss ich so ehrlich sein. Ja, wie gesagt, es ist nur meine Meinung, wenn du ein Manga-Leser bist und komplett die andere Meinung hast und sagst, das Ende war trotzdem kacke, die letzten 10 Minuten. Das ist vollkommen okay. Ich habe das jetzt nur als, in Anführungsstrichen, halber Anime-Only gesehen und mich hat es zumindest berührt. Ja, es hat mich emotional berührt mit der Musik und die Bilder. Ich musste lächeln. Ich habe mich selber dabei ertappt, quasi, wie ich schmunzeln musste. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen gewesen. Deswegen muss ich zumindest der Folge das positiv anheffen. Aber ja, Leute, finale Worte zu Tokyo Ghoul als Anime kriegt ihr jetzt auch noch von mir.
Ich habe das ja schon mal gesagt, ich bin ja früher nicht der größte Tokyo Ghoul-Fan gewesen. Ich bin erst durch den Manga zum Tokyo Ghoul-Fan geworden. Auch danke nochmal hier an Anteku, an den guten Dennis. Der hat ja damals mal ein Empfehlungsvideo gemacht, dass man sich den Manga reinziehen soll. Hat dann mir auf Twitter auch noch geschrieben, der Manga von Tokyo Ghoul ist viel besser. Dann habe ich mit dem Manga angefangen und ich habe Tokyo Ghoul lieben gelernt und habe letzten Endes tatsächlich sogar Videos bezüglich Tokyo Ghoul hier auf meinem Kanal gemacht. Und Tokyo Ghoul ist als Manga ein Meisterwerk. Auch wenn das Ende nicht mehr so toll war, sage ich jetzt mal. Das Ende von Tokyo Ghoul ist nicht mehr so gut gewesen wie, sage ich jetzt mal, die anderen 80% von Tokyo Ghoul insgesamt. Trotzdem ist Tokyo Ghoul ein unglaublich gutes Werk, ein unglaublich schönes Werk mit so viel Dramatik und allem drum und dran. Deswegen werde ich auf jeden Fall immer sagen, Tokyo Ghoul ist einer der Top 10 Manga, die ich je gelesen habe. Absolut spitze. Kann ich nur jedem von euch empfehlen, falls ihr den Manga noch nicht gelesen habt. Tut euch selbst diesen Gefallen. Tut euch selbst was Gutes, wenn ihr den Anime mögt. Ja, wenn ihr den Anime von Tokyo Ghoul mögt, dann werdet ihr den Manga lieben. Denn der Manga ist so viel besser als der Anime. Deswegen gönnt euch wirklich den Manga, Leute. Ja, macht euch dabei schön Tokyo Ghoul Musik an, die lasst ihr euch einfach im Hintergrund ablaufen und dann könnt ihr euch das reinziehen und ihr seid vollkommen in der Welt und dann werdet ihr auch wissen, was ich vorhin noch gemeint habe mit diese Tokyo Ghoul Atmosphäre. Die habt ihr nämlich im Manga, ja. Da bekommt ihr die. Wenn ihr zu Hause sitzt, im Bett, schön mit einem Kakao oder so und dann gönnt ihr euch den Manga dabei. Einfach nur klasse. Der Manga, absolute Empfehlung, kann ich nur sagen. Aber der Anime ist eben eine sehr schlechte Umsetzung gewesen. So ehrlich muss man sein. Wenn man den Manga gelesen hat, sieht man das sehr, sehr klar. Wenn man den Manga nicht gelesen hat, ich glaube, selbst dann kann man nicht sagen, dass der Tokyo Ghoul Anime gut ist oder eine gute Umsetzung war. Weil einfach selbst, wenn man nur den Anime gesehen hat, so viele Plotholes da waren, so viele ungeklärte Sachen, so ein Gerusche da war, dass man einfach so viele Sachen nicht versteht und auch gar nicht verstehen kann. Ja, da könnt ihr nicht mal was für. Und deswegen ist der Anime für mich nicht gut von Tokyo Ghoul. Ja, auch Tokyo Ghoul Re fand ich nicht gut, muss ich einfach sagen. Ich fand es in den Momenten, wo ich die Folgen als Anime-Only noch geschaut habe, fand ich es okay. Aber es gab wirklich nie in komplett Tokyo Ghoul Re, gab es nie den Moment, wo ich mir gesagt habe, boah, ist das ein geiler Anime. Ich persönlich hatte diesen Moment nicht eine Sekunde. Auch in den Folgen, wo ich Anime-Only war. Und das zeigt mir persönlich nochmal, dass der Anime einfach nicht so gut war, wie er hätte sein können, besonders wenn man sich den Manga anschaut. Ja Leute, das ist quasi das Ende, ja, des Kapitels Tokyo Ghoul als Anime-Form, vorerst zumindest. Ich persönlich hoffe ja, dass wir irgendwann mal, vielleicht in 10 Jahren, wo wir alle schon deutlich älter sind, aber ist ja nicht schlimm, mal einen Reboot bekommen à la Fullmetal Alchemist Brotherhood. Heißt, dass wir wirklich mal das richtige Tokyo Ghoul als Anime bekommen, mit ordentlichen Animationen, mit der richtigen Story und so weiter und so fort. Das hoffe ich. Ich habe keine hohen Hoffnungen, Leute. Ja, muss ich auch direkt sagen, ich habe da keine hohen Hoffnungen. Aber es wäre trotzdem was sehr, sehr Schönes, was ich sehr, sehr, ja, befürworten würde. Und das würde, glaube ich, nochmal viele Leute dazu bringen. Auch wenn Tokyo Ghoul sowohl im Manga als auch im Anime da wahrscheinlich schon lange vorbei sein wird. Denn selbst jetzt, der Manga ist abgeschlossen, es ist vorbei. Es wird nichts mehr kommen in Anime-Form. Wenn noch was kommt, würde es sehr wahrscheinlich Filler sein. Außer Sui Ishida entscheidet sich dazu, Tokyo Ghoul noch weiterzumachen. Aber er hat ja selber gesagt, dass er keinen Spaß mehr an Tokyo Ghoul hatte am Ende. Und das hat man auch anhand seiner Zeichnungen am Ende von Tokyo Ghoul Re sehr, sehr gut gesehen. Deswegen würde ich da nicht viel erwarten. Ich persönlich erwarte nicht, dass Tokyo Ghoul irgendwie weitergeht. Zumindest nach jetzigem Stand. Und ja, Leute, das war's mit Tokyo Ghoul hier zum größten Teil auf meinem Kanal. Aber es werden wahrscheinlich noch Videos kommen, wo ich darüber reden werde. Tokyo Ghoul mit vielleicht an einem Jahresrückblick reinpacken werde, wo ich Tokyo Ghoul vielleicht noch als Vergleich mache für andere Serien. Wer weiß, Leute. War nicht das letzte Video, in dem Tokyo Ghoul hier vorkommt auf meinem Kanal, aber es war das letzte Tokyo Ghoul-spezifische Video auf meinem Kanal. Ja. Wenn ihr ausführliche Sachen haben wollt und sowas zu Tokyo Ghoul oder Tokyo Ghoul Re, dann schaut bei Anteku vorbei. Ich packe euch seinen Kanal mal oben in die Infokarte, da könnt ihr bei dem vorbeigucken. Der hat so viele Sachen erklärt, die ihr als Anime-Only nicht checken könnt, wenn ihr den Manga nicht gelesen habt. Schaut bei dem gerne vorbei, wenn ihr da mehr Infos haben möchtet. Und ja, Leute, ich wünsche euch dann an dieser Stelle noch wie immer einen schönen Abend. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, würde mich supporten. Abonniert auch kostenlos, wenn ihr das nicht schon getan haben solltet. Und schaut auf meinen sozialen Medien, Twitter, Instagram und Discord vorbei. Link in der Videobeschreibung unten. Ihr könnt auch gerne noch oben rechts abstimmen. Oben rechts müsste da sein, ja. Könnt noch oben rechts abstimmen und sagen, wie ihr Tokyo Ghoul refundet. Ich habe euch da so eine kleine Abstimmung reingepackt.
Gönnt euch, Leute. Ich sag ciao und tschüss und hoffe, wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder.